einfach mal gerecht finde, dass auch mal jemand sachlich was dazu sagt. Also es ist jetzt auch ein Experte. Deswegen haben wir ihn auch zu uns gebeten. Ja, und ich finde, das muss man eben auch manchmal festhalten. Eine Insolvenz ist nie wirklich schön. Und ich glaube, dass kein Kaufmann gerne in eine Insolvenz geht. Und das trifft dann natürlich gerade die Person auch sehr hart. Auf der anderen Seite natürlich die Mitarbeiter und die Familie. Aber ich kann ja am Ende des Tages an dieser Insolvenz nichts verändern. Und ich habe auch immer gesagt, dass ich mit der Firma Maxfield überhaupt nichts zu tun habe. Natürlich ist es mein Mann. Natürlich bekomme ich zu Hause das eine oder andere mit. Und ich habe auch mitbekommen, dass Franjo irgendwann mal super nervös war, kaum nach Hause kam, dass sich Probleme angebahnt haben. Und natürlich habe ich mitbekommen, dass er in großen Schwierigkeiten steckte. Aber ich habe wirklich einen Betrieb, der selbst mich sehr in Anspruch nimmt. Abgesehen, ab wann haben Sie es mitbekommen? Ich habe es eigentlich zum Ende mitbekommen. Irgendwann mal war einfach Franjo kaum noch zu Hause. Er war sehr gestresst. Und natürlich habe ich auch, wie alle Ehefrauen, gesagt, Schatz, nun kannst du nicht mal einmal sitzen bleiben. Warum musst du immer telefonieren, selbst wenn wir essen gehen? Du hast gesagt, du kommst um 10, jetzt ist schon wieder 1 Uhr nachts. Du hast deinen Sohn gar nicht mehr gesehen seit, was weiß ich, 2, 3 Wochen, kaum noch. Und dann hat er natürlich immer geantwortet, Verona, ich habe richtige Probleme. Das ist ja nicht, dass ich hier zum Spaß bis um 1 Uhr abends noch bei Maxfield sitze. Ich muss mich jetzt einfach um wichtigere Dinge kümmern und ich bin in einer totalen Krise. Wann ist er zum ersten Mal gekommen und hat ihm gesagt, mir steht das Wasser bis zum Hals? Also er hat ja im Januar die Insolvenz angemeldet. Am 18. Januar? Genau, am 18. Januar. Und natürlich waren Wochen vorher massiv wirklich einen Druck zu spüren. Er hat mir natürlich als Ehefrau, das darf man ja nicht vergessen, ich bin seine Frau, ich bin ja kein Anwalt oder Berater, sondern er hat mir natürlich in meinen Augen sehr leid getan. Und Maxi war ein sehr junges Team, es waren 30 Mitarbeiter da. Ich meine, es wurden ja auch keine 2000 Leute oder 5000 Leute entlassen, sondern 30 Mitarbeiter, die wirklich jetzt alle einen neuen Job haben. Also es ist keiner davon arbeitslos geblieben, aber auch das Team hat sehr darunter gelitten. Und ich kam, wenn ich dann zu Maxfield ging, eben auch rein und sah einfach Gesichter, die waren irgendwie niedergeschlagen, alle waren aufgeregt und die haben ja auch ihre Produkte geliebt. Das war eine Stimmung so, als wenn so ein Schiff untergeht. Da war nicht mehr viel Spaß und viel Platz zum Lachen. Wir haben vorhin über diese Bilder aus Dubai gesprochen. Fühlen Sie sich in dem Zusammenhang ungerecht behandelt? Ja, schon sehr. Oder anders gefragt, können Sie nachvollziehen, warum der kleine Mann auf der Straße dann sagt, Mensch, das kann doch eigentlich nicht sein, dass da jemand eine richtig große Insolvenz hinlegt und dann fahren die erstmal nach Dubai und machen Urlaub. Mallorca wäre doch auch ganz schön. Ja, ich finde das einfach, das grenzt an Heuchelei. Also ich lebe ja mein Leben, wie ich es lebe und ich bin einfach kein Mensch, der gern anderen was vormacht. Ich weiß, wo ich herkomme, ich weiß, was ich erreicht habe und ich bin sehr dankbar dafür. Und ich kann immerhin sagen, dass alles, was ich habe, ich mir selbst aufgebaut habe. Ich hatte niemanden, der mich an die Hand genommen hat und hat gesagt, komm Kind, morgen machen wir was Schönes aus dir. Sondern angefangen von irgendeiner kleinen Miss Hamburg-Wahl, von meinem Lied Ritmo de la Noche, dann ging es immer weiter zum Miss Germany-Titel und auch vor Dieter Bohlen habe ich schon sehr erfolgreich als Designerin gearbeitet. Und ich habe mir das aufgebaut und es wäre jetzt Heuchelei, mit Franjo auf den Campingplatz zu gehen und zu sagen, uns geht's so schlecht. Also finanziell gesehen bin ich in einer glücklichen Situation, dass ich eigentlich sehr gut verdiene. Und, also die Ehrlichkeit an dem Punkt, d'accord, ist absolut nichts gegen einzuwenden. Trotzdem, Sie als Medienprofi, als jemand, der dieses Spiel mit Medien perfekt beherrscht hat, all die Jahre, warum unterläuft Ihnen dieser Fehler? Ich finde das nicht, dass das ein Fehler ist, sondern das ist der normale Lauf der Dinge. Mein Mann ist ziemlich am Ende, er hat also wahnsinnig viel abgenommen, er raucht sehr viel. Er ist einfach am Ende und Sie haben es eben auch beschrieben, das ist so der typische Fall von Menschen, die in eine Insolvenz gehen und selbst alles riskiert haben, weil Franjo hat seit 8 Jahren ein Einkommen. Nach seinem Studium hat er eben angefangen zu arbeiten und alles, was er in diesen 8 Jahren verdient hat, jeden einzelnen Euro, hat er in die Insolvenz gesteckt. Das heißt, mein Mann hat alles, was er verdient hat, verloren. Seine Firma, die er geliebt hat, hat er verloren. Und dann muss er mit den Schlagzeilen leben. Ich bin am Ende des Tages, ob man es glaubt oder nicht, wenn ich nach Hause gehe, auch nur eine normale Ehefrau. Und dann habe ich gesagt zu Franjo, wir fahren jetzt weg. Ein paar Tage. Und man darf nicht vergessen, Sie haben ihn eingeladen. Ich habe ihn, ja klar, ich habe gesagt, ich habe das organisiert und ich habe gesagt, Franjo, du, der Kleine und ich, ist auch keine Nanny, nix, nur wir drei, es geht, wir es müssen geht wieder eher, zueinander kann finden. Ich verstehen. Das war einfach eine ganz, ganz harte Zeit. Und ja, ich bin einfach kein Heuchler. Ich kann jetzt nicht einfach irgendwo hinfahren, wo ich gar nicht hingehöre. Es war Teil, des Lebens, das Sie vorher so gelebt haben. Haben Sie in Ihrer Welt Menschen, die Sie mal zur Seite nehmen und sagen, Mensch, muss ja nicht vielleicht mit dem weißen Porsche direkt vors Restaurant fahren, als Beispiel. Oder brauchst du wirklich einen Bodyguard? Das ist ja jetzt hier Düsseldorf und nicht Bogotá. Nee, es gibt eigentlich
gar nicht die Situation, das zu sagen. Also wenn Sie mich privat kennen würden, ich wüsste jetzt nicht wo. Ich lebe in einem schönen Haus und mir geht es gut und das habe ich mir alles erarbeitet. Und ich habe auch das Glück, dass meine Schwiegereltern ein sehr, sehr großes Haus haben. Es hat 4 Parteien sozusagen und Franjo und ich leben da, meine Schwiegereltern, Franjos Bruder mit seiner Freundin und wir leben eigentlich wirklich in einer sehr großen Familie dort. Weil aber Sie auch ein Familienmensch sind. Ich weiß nicht, wo da das Problem ist. Ne? Und also das ist einfach auch eine schöne Situation für meinen Sohn und für uns. Wir sind eigentlich froh, dass wir da alle zusammenleben.